Sommersonne-Slackline und da ich absoluter Null-Profi bin, Anti-Profi, also ich kann es einfach nicht, habe ich mir heute Unterstützung von Moritz aus Laubheim geholt, denn Moritz ist Profi-Slackliner. Sowas gibt es tatsächlich. Moritz, sag mal, wie wird man zum Profi-Slackliner? Erstmal viel trainieren und viel üben und irgendwann dann anfangen, einen Contest zu machen und sich mit anderen zu messen und eben versuchen, so viel wie möglich auf der Slackline zu stehen. Und inzwischen mache ich Shows für verschiedene Unternehmen auf Veranstaltungen. Und das ist dann das, was man als Profi-Slackliner bezeichnet, wenn man eben mit der Slackline die Welt bereist und verschiedene Shows macht und an Events teilnimmt. Wenn ich jetzt mit deiner Slackline auch die Welt bereisen wollen würde, wie lange muss ich dafür trainieren? Also so ganz pauschal kann man es nicht sagen, wie lange man trainieren muss. Aber ich glaube, so die goldenen 20 Minuten, wenn man mal 20 Minuten richtig dran bleibt am Slacklinen, dann glaube ich, dass man schon ziemlich gute Fortschritte macht. Da bin ich sehr gespannt. Ich habe es tatsächlich schon einmal ausprobiert, bin kläglich gescheitert, aber ich habe zwei gesunde Füße mitgebracht und mehr brauche ich eigentlich nicht, oder? Ja genau, wer laufen kann, der kann auch slacken. Oh. Und wenn wir jetzt auf der Slackline stehen, dann sollte das Knie leicht angewinkelt sein. Okay. Dann geht es weiter mit dem Oberkörper, der ist aufrecht, Brust raus und mit den Armen mache ich die Hauptausgleichsbewegung. Und du siehst jetzt schon, mein Blick geht immer in Richtung Leinenende. Ich schaue nicht nach unten auf meine Füße, weil wenn ich dann nach unten schaue, dann sehe ich die Leinen immer zittern und das ist nicht förderlich, um da drauf stehen zu bleiben, sondern ich will was Ruhiges anschauen. Das heißt, ich fixiere jetzt einen Punkt am Ende der Leine und schaue immer den an. Und jetzt ist das Wichtige, erstmal drauf zu stehen. Und du siehst schon, wie ich mit meinen Unterarmen hier ganz viel bewege, sodass ich mich hier auf der Slackline halten kann. Ist es realistisch, dass ihr heute die Slackline komplett begeht? Ich denke schon, dass es realistisch ist, ja. Wie viel Zeit haben wir so generell, so ihr da draußen? Ja, wir nehmen uns die Zeit. Okay. Jetzt habe ich dich auch geschubst. Hast du? Ja, ich habe aus Versehen dich leicht geschubst. Mann, du. Also das Allerschwierigste und die größte Herausforderung am Slacken ist schon, auf der Line überhaupt zu stehen. Und das hat sie jetzt schon voll raus und es funktioniert ja auch schon perfekt. Man sieht ja immer, wie sie richtig lange eigentlich auf der Line steht. Und der letzte Schritt, also beziehungsweise eigentlich der erste Schritt, ist einfach noch so eine gewisse Hürde, wenn man da einfach nochmal die Füße wechseln muss und man kann nicht auf die Line schauen oder man sollte nicht auf die Line schauen. Und bis das mal funktioniert, dauert es immer ein bisschen. Filmen, da war der Schritt. Oh, haben wir den jetzt verpasst? Ja. Ah. Okay, wir sind aber ganz arg stolz, ne? Ja, voll, das ist mega gut. Und jetzt, wenn du den ersten Schritt geschafft hast, dann schaffst du auch noch 10 weitere. Ja, das schaffen wir heute vielleicht nicht mehr ganz. Ja? Aber Linda, ist das was, was du dir vorstellen könntest als Hobby? Auf jeden Fall, es macht super Spaß. Und vor allem, ich habe es Moritz ja nicht geglaubt, dass er sagt, so ja, nach 20 Minuten kriegen wir vielleicht schon ein bisschen was hin. Aber ein bisschen was haben wir hinbekommen. Also Dankeschön für deine super Tipps. Und ich finde es großartig. Also machen wir morgen gleich wieder, wenn das okay. Wetter schön ist. Das Coole ist, mitten im Radio Siebenland könnt ihr demnächst auch mal Slacklinen und zwar im C-Max Outlet Center Radolfzell am 8. Juni. Schaut doch mal vorbei, wird sicher eine richtig coole Veranstaltung.